Aloha und ganz herzlich willkommen zum ersten Neumond-Engel-Orakel-Reading in diesem Jahr in 2020. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und zusammen schauen wir uns an, was uns dieser Neumond bringt, welche Inspirationen uns da die geistige Welt sendet. Ich bin selber schon total gespannt. Wenn es dich interessiert, kannst du dir auch nochmal das Neumond- bzw. Neujahrsengel-Orakel-Reading anschauen. Das bietet einen Ausblick auf die kommenden 12 Monate. Ich habe für jeden Monat eine Göttinnenkarte gezogen und eine Zusatzkarte als Inspiration. Und für den Januar begleitet uns ja die afrikanische Göttin Mavu, die uns sagt, dass wir uns für die Umwelt, für die Erde einsetzen dürfen. Ich lasse dir den Link dazu unter dem Video da in der Videobeschreibung. Und dann, bevor wir beginnen, möchte ich dich auch noch ganz herzlich einladen zum kommenden Goddess Awakening Circle im Februar, rund um den Vollmond am 9. Februar. Das Thema werde ich in den nächsten Tagen channeln und auch die Meditation mit ganz viel hochschwingenden und erhebenden Energiefrequenzen. Und wenn es dich interessiert, dann schau mal ab dem 20. Januar auf meiner Website vorbei unter dem Stichwort Goddess Awakening Circle. Ich lasse auch dazu den Link in der Videobeschreibung da. Und vielleicht gehst du ja in Resonanz mit dem Thema und möchtest dabei sein. Der letzte war ganz magisch. Es ging um deine Vision 2020 und da sind so viele magische Dinge passiert und ich habe so wundervolle Rückmeldungen dazu bekommen. Und ich habe jetzt auch alle Meditationen, die ich bereits für die vergangenen Goddess Awakening Circle gechannelt habe, in meinen Shop eingestellt. Vielleicht interessiert dich ein Thema und du möchtest gerne eine von diesen Meditationen, die wirklich ganz viel Healing Frequency haben, Göttinnenenergie und dich einfach zu dem jeweiligen Thema sehr pushen können und dein Energieniveau auf ein nächstes Level heben können, schau einfach mal in meinem Shop vorbei. So, dann beginnen wir jetzt mit dem Engel-Orakel-Reading für den Neumond am 24. Januar. Und ich habe das Reading so aufgebaut, dass in der Mitte hier die Karten liegen für die kollektive Energie, für Themen, die uns übergreifend betreffen. Und dann gibt es eben noch zwei Seiten. Einmal mit dieser Muschel und rechts mit der anderen Muschel. Und schau einfach, welche von diesen beiden Muscheln dich am meisten anspricht. Und such dir dann die jeweilige Seite aus. Es kann natürlich auch sein, dass auf beiden Seiten Inspirationen für dich sind, also kannst du dir auch beide Seiten anschauen. Mach das einfach so, wie es sich für dich am besten, am stimmigsten anfühlt. Und ich beginne einfach mit der kollektiven Energie und schau mal, welche Göttin uns begleitet. Oh, wow, wunderbar. Aphrodite, die griechische Göttin, die uns an unsere eigene innere Göttin erinnert. Und sie sagt uns, erwecke die Göttin in dir durch Tanz, Wertschätzung deiner Göttlichkeit und indem du dir Gutes tust. Und ich glaube ja, dass 2020 ein ganz magisches Jahr wird, in dem gerade wir Frauen, aber auch wenn du ein Mann bist, wir unsere innere Göttin erwecken dürfen und auch unseren weiblichen, intuitiven, kreativen Anteil noch viel, viel mehr leben dürfen. Und Aphrodite unterstützt uns da sehr dabei und ja, erinnert uns auch dran, dass es nicht nur Pflichten gibt, sondern auch wirklich, dass die Freude am Leben, dass Kreativität, dass sich gut fühlen, sich etwas Gutes tun, eigentlich viel wertvoller ist für unser Lebensgefühl, für unser Leben überhaupt als Pflichten, als To-Do-Lists, als
harsche Strukturen, die uns nicht so gut tun. Es geht, glaube ich, gerade 2020 darum, dass wir noch viel mehr in unser Sein kommen, in unsere Herzensqualität und das Herz, den Verstand führen lassen. Wunderbar. Dann gibt es noch eine Karte. Wow, von den Pegasus-Einhörnern. Und hier zeigt sich die Seelenhochzeit. Und ich finde das auch ganz wunderbar mit dieser Muschel und der Perle und den Schwänen. Und ich meine auch, dass es bei der Seelenhochzeit darum geht, dass ich eben die weiblichen und männlichen Anteile oder der weibliche und der männliche Anteil in uns vermählen. Also dass da wirklich eine ganz wundervolle Balance herrscht. Und ich glaube, ich habe auch mal gelesen, dass Schwäne, also weil da unten ja zwei Schwäne sind, dass Schwäne, wenn die sich einmal finden als Paar, dass die dann wohl ihr Leben lang zusammenbleiben. Und dann die dritte Karte, der dritte Aspekt ist Trust Your Path. If you knew you would be supported, what would you do? Also vertraue deinem Weg, vertraue deinem Herzensweg. Und wenn du wüsstest, dass du wirklich jederzeit unterstützt bist, was würdest du dann tun? Also wenn du keine Rücksicht nehmen müsstest auf äußere Einflüsse, auf die Gesellschaft, auf deine Familie, was denken die dann, wenn ich das und das mache, was würdest du tun? Was wäre dein Herzensweg? Ganz wunderbare Energien, die uns wirklich alle betreffen, die auch wirklich aus meiner Sicht übergreifend sind. Und ja, ich finde da zeigt uns die geistige Welt schon den richtigen Weg. Jetzt gerade für diesen Neumond. Die Neumond-Energie steht ja auch immer für Neubeginn, für Wunscherfüllung, für ja vielleicht auch manchmal eine Weggabelung, wo wir uns jedes Mal neu entscheiden können, welchen Weg wir nehmen. Und ich finde es natürlich wertvoll, wenn wir uns dann für unser Herz entscheiden, für unseren Herzensweg. Aber das ist ganz individuell, das darfst du für dich selber natürlich entscheiden. Ich lasse dir übrigens unter dem Video den Link und die Beschreibung zu den jeweiligen Kartendecks da, falls dich eins interessiert. So, und dann geht's weiter mit der linken Seite. Schauen wir mal, was uns da die Queen of the Moon Oracle Cards sagen. Oh, wow, Abundance. Bedeutet ja Fülle, Wohlstand, Reichtum auf allen Ebenen. Wow, das ist natürlich ein wirklich sehr, sehr vielversprechender Beginn. Ich schaue auch noch mal in dem Büchlein dazu nach, was da noch weiter dazu drin steht. Hier wird gesagt, dass wir unseren Vorteil aus dieser Periode, aus dieser Phase von Wohlstand, Fülle und Reichtum ziehen sollen. Es ist alles bereits da. Möglichkeiten und Chancen, Gelegenheiten sind überall. Wenn wir unseren Fokus darauf richten, dass die zu uns kommen, dass die uns finden dürfen. Und es gilt dann auch natürlich diese weibliche Qualität des Empfangens und Annehmens zu üben oder zu praktizieren und uns wirklich ganz zu öffnen für alle Möglichkeiten. Wundervoll. Hier wird auch noch gesagt, dass der Edel- oder Heilstein, der zu diesem Hunter Moon und zur Abundance passt, der Zitrin ist. Eine Anmerkung dazu, wenn du Zitrin kaufen möchtest, schau wirklich, dass es ein echter Zitrin ist und nicht ein erhitzter oder gebrannter Amethyst. Und der echte Zitrin ist viel blassgelber als der gebrannte Amethyst. Also weil nur der echte Zitrin natürlich auch diese wirkliche Energie der Fülle und des Reichtums hat. Dann schauen wir uns die Erzengelkarte dazu an. Und da zeigt sich Erzengel Gabriel mit der liebevollen Fürsorge. Indem du dein Kind
liebevoll umsorgst, tust du dasselbe auch für dein eigenes inneres Kind. Beides ist für dich in dieser Zeit von großer Wichtigkeit. Ja, da kann es eben, wie schon gesagt ist, darum gehen, dass wenn du eigene Kinder hast oder Kinder auch in deiner Familie, dass du die einfach liebevoll umsorgen darfst. Aber was jetzt so durchkommt, ist noch viel wichtiger, dass wir unser eigenes inneres Kind liebevoll umsorgen und dem einfach ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln und auch wirklich viel mehr ins Spielen kommen. Dafür kannst du dir überlegen, was wirklich deinem inneren Kind, also diesem inneren kindlichen Anteil, Freude bereiten würde. Das kann ganz profan sein, indem du vielleicht sogar mal auf den Spielplatz gehst und schaukelst oder spielst oder malst oder einfach nur rumhüpfst und dir wirklich auch Zeit nimmst dafür, diesen inneren Anteil, dieses innere Kind zu nähren und dem auch ein Gefühl von ja, Geborgenheit und Fürsorge zu vermitteln. Und dann schauen wir uns noch die indischen Götter an, was die uns sagen mögen. Und da zeigt sich dein Potenzial. Lebe deine Träume. Narayana. Wenn wir unsere Träume leben, uns auch liebevoll um unsere inneren Anteile kümmern, stellt sich automatisch auch Wohlstand und ein Gefühl von ja, Freiheit und Reichtum auf allen Ebenen ein. Hier in diesem Büchlein dazu steht: Wenn Vishnu heute auf der großen Weltenschlange sich zeigt, erinnert er dich an dein Potenzial, das darauf wartet, zu erwachen. Und er lehrt uns, du bist nicht das, was zu sein du dir einbildest, also was dein Ego dir gerne sagt. Du bist viel mehr. Du bist nur begrenzt, wenn du dich selbst so siehst, wenn du dich selbst begrenzt. Ein ganzes Universum ist in dir. Stehe dir selbst nicht mehr im Weg, sondern sprenge deine Grenzen, lebe deine Träume, lebe dein Potenzial. Wow, ganz wundervoll. Ja, schön. Dann gehe ich jetzt weiter zu der rechten Seite und bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Und da zeigt sich Attraction. Und auch die Nummer 44, das ist ja die Engelzahl, die uns sagt, dass wir begleitet sind von den Engeln, dass die Engel immer um uns herum sind. Und hier steht auch noch, dieser Moon ist ein Supermoon. Und für mein Gefühl geht es auch tatsächlich darum, dass natürlich das zu uns kommt oder dass wir das anziehen, was wir aussenden. Und dass wir selber in der Hand haben, uns wirklich alles zu schöpfen, was wir uns erträumen. Ich kann mir alles anziehen, was ich mir wünsche und das einfach ablehnen, was ich nicht haben möchte. Du bist wie ein Magnet für andere und ziehst ganz wundervolle Dinge in dein Leben. Du kannst aber auch einfach das ablehnen, was du nicht länger haben möchtest und vielleicht auch das loslassen oder einfach den Fokus davon wegnehmen und darauf richten, was du wirklich anziehen möchtest. Sei offen für Gelegenheiten und Chancen und vermeide extreme Dinge, die in deinem Körper und in deinem Geist eine negative Imbalance erzeugen könnten. Ja, vermeide einfach negative Gedanken, vermeide negative Einflüsse, auch vielleicht im Sinne von Chemikalien, die du zu dir nimmst oder die dir nicht gut tun oder Situationen und Menschen, die dir nicht gut tun. Wundervoll. Dann zeigt sich die Empfindsamkeit. Und Erzengel Haniel sagt uns, du bist in dieser Zeit besonders empfindsam für Energien und Emotionen. Halte dich selbst und deine Gefühle in Ehren. Wow, das passt total gut zu der ersten Karte.
Und da habe ich ja eben schon gesagt, dass es darum geht, dass du einfach schauen sollst, dass du Dinge, Situationen, Menschen und so weiter meiden solltest oder auch dich dagegen entscheiden und den Fokus einfach auf das Positive legen sollst, darfst oder musst. Und achte auch deine Empfindsamkeit. Also Empfindsamkeit ist nichts Negatives, sondern eigentlich sind wir alle empfindsam und offen für Energien, weil ja alles Energie ist. Wir haben es nur verlernt, da wirklich drauf zu hören. Und jetzt, wo unser System sich wieder öffnet, kann das manchmal auch ein Overload verursachen, weil wir einfach noch nicht dran gewöhnt sind. Aber je mehr wir lernen, damit umzugehen, je mehr wir uns auch dieser Idee öffnen, dass wir wirklich sehr empfindsam sind und das auch würdigen und schätzen, desto einfacher können wir damit umgehen. Und dann zeigt sich hier Garuda, der uns empfiehlt, abzuwägen, aber auch sagt, schaffe Platz für Neues. Und die 13 ist ja die Zahl der Weiblichkeit. Das finde ich passt dann auch nochmal ganz wunderbar hier oben zu dieser inneren Göttin. Und schaffe Platz für Neues. Also welche Zeit ist dafür besser geeignet als die Neumondenergie? Garuda, der Himmelsadler, bringt uns die goldene Kraft der Ausdauer und sagt, dass du dich in einer Lebensphase des Übergangs befindest und eine neue Ordnung steht bereits vor der Tür. Und es ist ganz wichtig, dass du jetzt abwägst einfach, was möchtest du noch in deinem Leben haben, was möchtest du aussortieren, was möchtest du hinter dir lassen. Ja, das ist eigentlich nochmal eine Bestätigung dieser ersten Karte und verlass dich da auch auf deine Empfindsamkeit bzw. auf deine Intuition. Mach dieses Abwägen nicht so sehr mit dem Kopf, sondern eher mit dem Herzen oder mit der Intuition. Wow, ganz wunderbar. Dann ziehe ich uns noch abschließend eine Impulskarte aus meinem Lieblingskartendeck, dem Kartendeck Engel begleiten deinen Weg. Das war übrigens mein erstes Kartendeck. Und irgendwie hatte ich jetzt noch so einen Impuls, da eine Karte zu ziehen. Du kannst dir, wenn du möchtest, einfach eine Frage stellen, die dich gerade sehr beschäftigt. Oder vielleicht gibt es auch ein Thema, das dich gerade noch sehr beschäftigt. Denk einfach dran oder stell eine Frage, die dir jetzt im Kopf rumspukt. Und dann lassen wir die Engel jetzt die Antwort geben. Und da zeigt sich Engel Rosetta und sie sagt, du hast die Gabe, mit jungen Menschen zu arbeiten. Deine göttliche Aufgabe beinhaltet, Kindern zu helfen, sie zu unterrichten oder aufzuziehen. Okay. Es ist natürlich jetzt eine sehr spezielle Karte und wird nicht für jede Frage und für jedes Thema zutreffen, aber vielleicht ist es eine Inspiration für dich, vielleicht bekommst du da die Antwort. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass es da nochmal als Hinweis um wirklich das innere Kind geht. Also was ja schon hier auf der Seite mit dieser Karte gesagt wurde, gilt jetzt auch nochmal für alle. Also dass es immer wichtiger ist, dass wir wirklich unsere Verspieltheit, unsere Leichtigkeit, unsere Sorglosigkeit auch wiederfinden. Und vielleicht erinnerst du dich, dass du als Kind, wenn du gespielt hast mit deinen Lieblingsspielsachen, was auch immer das war, ganz automatisch in so ein Gefühl des Flows kamst. Und darum geht es, dieses wiederzuentdecken. Was auch immer du machst oder lässt, ob du tagträumst, ob du ja wirklich irgendwas spielst, kreativ bist, malst, in die Natur rausgehst, was es auch immer ist, dass du wirklich dieses Flow-Gefühl zurückgewinnst. Denn dieses Gefühl des Flows oder überhaupt der Flow ist unser Naturzustand. Im Universum fließt auch die Energie und wo sie nicht fließt, ist ein Stillstand, ein Stau. Und es geht wirklich darum, wieder in dieses Fließen zu kommen,
nicht nur auf körperlicher Ebene, dass wirklich unsere Energie wieder durch unsere Energiebahn fließt, sondern auf jeder Ebene unseres Lebens darf wieder ein Fließen sein, darf der Flow wieder kommen, dürfen wir ja den Flow wieder zurückgewinnen. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du jetzt bei diesem Neumond-Engel-Orakel-Reading dabei warst und ich hoffe sehr, dass dich die Karten und die Botschaften inspiriert haben und ich freue mich natürlich sehr, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst und auch gerne meinen Kanal abonnierst. Vielleicht magst du dieses Video auch gerne weiterempfehlen. Ich wünsche dir jetzt einen ganz magischen Neumond, dass du deinen Flow wiedergewinnst, dass du die Fülle auf allen Ebenen genießt, dass du deinen Herzensweg gehst. Lebe liebevoll, wild und kreativ. Namaste.